Wussten Sie, dass 90% der Aloe-Produkte auf dem Markt nicht so rein sind? Je nachdem, wie der Rohstoff verarbeitet wird, finden wir Kosmetika auf Basis von reinem Aloe Vera Saft und rekonstituierten Produkten. In beiden Fällen beginnt der Prozess mit dem Sammeln, Schälen der Blätter, gefolgt von der Extraktion und Zerkleinerung des Fruchtfleisches. Hier trennen sie sich die Prozesse. Eine Option führt uns zur Kaltstabilisierung des zerkleinerten Zellstoffs, wo es mit Antioxidantien gemischt wird, um seinen natürlichen Gehalt zu erhalten. Und später wird es gefiltert, um Verunreinigungen und erwünschte Elemente zu entfernen. Aus diesem Prozess erhalten wir reinen Aloe-Saft. Die andere Option wäre die, die sich nach dem Filtern des Zellstoffs für das Einfrieren oder Gefriertrocknen des Rohmaterials entscheidet, wo es einem Dehydratisierungsprozess unterzogen wird, der seine Denaturierung und den Verlust eines Teils der ursprünglichen Eingesaften der Pflanze verursacht. Auf diese Weise wird Aloe Vera Produkten erhalten, das mit Wasser, Konservierungsmitteln und Kosmetika gemischt wird. Wie kann man ein reines Aloe Vera von einem anderen unterscheiden? Schau dir das Etikett an. Die Zutaten werden innerhalb der Formel von der höchsten zur niedrigsten Menge bestellt. Wenn es mit Wasser beginnt, wissen Sie bereits, dass es nicht rein ist. Der Hauptbestandteil eines reinen Aloe Gels sollte der erste auf der Liste sein, der als Aloe Barbadensis Blattsaft angegeben wird. Wählen Sie Reinheit für Ihre Haut. Atlantia, Pure Aloe aus Canarias. Rein, rein.